kann jetzt einen Filter installieren, der die Daten verändert. Wir haben hier so, der ist recht einfach. Ich schaue, ist das Protokoll TCP und Port 6661 und feststellen, dass es eine H7-Message ist. Dann schaue ich, kommt Peter in den Daten vor? Und wenn ja, ersetze ich drei Zahlen vor 264864, was hier der Plus ist, durch eine andere Zahl. Ich werde jetzt den Filter haben. Gut, wir haben jetzt Peter zurück auf die Bühne geholt. Es ist unser Opfer, dessen Puls wir ein bisschen manipulieren möchten. Sie sind jetzt Puls 98. Aber Sie können sich jetzt ein bisschen noch bewegen, damit der Puls auch ein bisschen höher ist. Und wir auch das zum Abfangen haben. Gut, jetzt schauen wir dann mal. Okay, der Puls kommt der. Kommt der? Ja, kommt der. Ja, 120 finde ich super. Das speichern wir doch direkt ein. Unser Device sagt, das ist gut gespeichert worden. Jetzt schauen wir einmal auf unserem H17. Was ist denn da angekommen? Und ich bitte wieder das Bild hier an. Sie sehen alle, 120 war der Puls, dass wir gespeichert haben. Und jetzt, was hat der Server bekommen? Wir sehen hier,